Eine Menge gelernt haben die Gewinner des von der MWZ verlosten Kochworkshops mit Carsten Dors bei Genuss am Fluss in Wildeshausen. Am Sonnabend und Sonntag bereitete der Profikoch mit jeweils einer Gruppe Lachs-Tatar und Saltimbocca zu und bewies dabei nicht nur seine Qualität am Herd, sondern auch als Unterhaltungskünstler. Ob es um die richtige Kochzeit für das Frühstücksei oder die beste Methode zum Zwiebelnschneiden ging, Dors fesselte die Teilnehmer von der ersten bis zur letzten Minute und machte auch diesen Teil der dreitägigen Veranstaltung zu einem großen Erfolg.